was aus diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist das sinnlos? Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. Unter uns, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Ach, Wegelein, da habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Sie an. Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einrichtungen. Bitte aber, mein Lieber, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlüchen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. Now it's time for some more apple bucking. Because that went well last time, right? Alright, back in the apples. Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille Faulpelz! Cupcakes! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er denn das gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Verrat an meiner Person! An meiner Person!